Hi, Markus hier. Warum auch dieses Tab für euch ein Blick wert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Hier ist das Tab ausgebreitet und wir können auf die einzelnen Punkte eingehen. So, hier sieht man das Tab. 3 auf 3 Meter und ich zeige euch jetzt als erstes mal die Abspannpunkte. Hier auf jeder Seite 5 Abspannpunkte. Und zudem in der Mitte nochmal 4 Abspannpunkte, die in meinen Augen sehr, sehr gut vernäht sind. Und damit hat dieses Tab 21 Abspannpunkte, mit denen sehr viele Tabaufbauten realisiert werden können. Die genauen Maße sind 2,97 m mal 2,85 m und es wiegt 815 Gramm. Das Material ist ein Polyurethangewebe und diese Laschen hier vorne sind aus Polyester. Hier sieht man nochmal die Verarbeitungsqualität. Doppelt vernäht und zusätzlich noch dieses Dreieck, um die Kraft gut auf das Tab zu übertragen. Man sieht jetzt gleich, hier in der Mitte ist es auch vernäht. Das heißt, das Tab ist leider nicht aus einem Stück gefertigt, sondern hier in der Mitte vernäht und auch innen getaped. Da muss man natürlich sehen, wie lange das hält. Aber ja, also ich sag mal, auch ich kenne es aus anderen Bereichen, falls sich das löst, würde ich es jetzt mit einem weichen Silikon nochmal einreiben und dann hat man eigentlich auch die Dichtigkeit. Man sieht hier schon, Unterseite ist aus einem schwarzen Material, was ich eigentlich ganz angenehm finde, gerade wenn man drin sitzt, dann hat man von außen kein störendes Licht und ja, für mich ist es einfach ein bisschen heimeliger, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das ist das Outdoor-Tab von Decathlon. Und es wird geliefert in dieser rechteckigen Tasche. Ja, da kann man es natürlich einpacken. Ich mache es ganz gerne auch so in den Rucksack einfach, weil es sich ein bisschen besser anlegt an die Form. Aber ja, das kann ja jeder einfach auch so machen, wie er möchte. Ihr habt gesehen, wie das Tab aufgebaut ist, welche Haltepunkte es hat. Und jetzt nochmal einfach zum Fazit, warum ich finde, dass sich jeder genau dieses Tab einmal genauer anschauen sollte. Der Preis von 40 Euro ist unglaublich für so viele Haltepunkte. Ich glaube, es gibt auf dem Markt kein anderes Tab, was das realisiert. Zudem empfinde ich es als sehr, sehr stabil und bei allen Aufbauvarianten, die ich bisher ausprobiert habe, hatte ich keinerlei Probleme, dass ich das Gefühl hatte, hier könnte irgendwas an einem Haltepunkt ausreißen. Ihr habt die Haltepunkte vorhin gesehen, die sind sehr, sehr gut vernäht und von dem her macht man sicherlich damit nichts falsch. Besonders, wenn man als Einsteiger einfach mal die Vielfältigkeit der Tabaufbauvarianten ausprobieren will. Darum ein absolutes Plus für dieses Tab. Und ich kann euch noch verschiedene Aufbauvarianten zeigen und hoffe, ihr seid auch bei diesen Videos dabei.